Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. Hallo, werte Ochimisten, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Eternal Darkness Sanity's Requiem. In der heutigen Folge wollen wir uns endlich mal mit Paul Luffer die Kathedrale nochmal genau anschauen und unter die Lupe nehmen. Und die versteckten Tagebuchseiten suchen. Die letzte Folge haben wir eigentlich fast gar nichts gemacht. Wir haben da hauptsächlich uns mit den Runen und mit den Sprüchen beschäftigt. Welche beinhaltet Mantor Rock, wie er gefangen genommen wurde. Wie Anthonys Fluch lautet. Mit welchem Spruch Pius Ulioff angerufen hat, um mit ihm zu kommunizieren. Und wie Pius Augustus Pius eben den großen Wächter zu Beginn von diesem Kapitel hier beschworen hat. Gut, hier gibt es schon mal wirklich nichts. Dann raus hier. Warum schaust du immer nach da oben? Gut, die Tür ist aber verschlossen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Nee. Oh. Zeremonielle Roben und Umhänge hängen am Ständer. Als Paul einige der Roben zur Seite bewegt, fällt etwas herunter. Paul hat den Schlüssel für das Podium gefunden. Also, ich habe nicht vorgespielt oder sonst was. Aber Podium. Für dieses Podium? Nee, Quatsch. Ein Podium. Wo ist ein Podium? Es muss doch... Ah, hier ist ein Podium. Ein bescheidenes Podium und ein Pult geben einem Priester, der seine Gemeinde predigt, Raum. Unter dem Pult ist eine Schublade angebracht. Und die Schublade ist verschlossen. Natürlich ist sie das. Und wir finden... In der Schublade liegt eine Seite aus seinem Tagebuch. Soll Paul sie an sich nehmen? Natürlich. Und wir haben eine Tagebuchseite gefunden. Moment, Seite 1, ne? Ups. Endlich bin ich in Amiens, oder wie es ausgesprochen wird, in Frankreich, dem Ziel meiner Pilgerreise angekommen. Bald werde ich die Hand von Judas sehen können. Meine Augen können den Anblick der heiligen Reliquie nicht mehr erwarten. Meine Reise war beschwerlich und es wird mir gut tun, eine Weile in diesem friedlichen Ort auszuspannen. Hier leben gute Menschen, stark im Glauben und in ihrer Bedeutung in der Welt. Wenn es in dieser Welt den Fäulnisgeruch der Hexenkunst gibt, so zweifle ich daran, dass es hier an diesem Ort sein wird. Na, wenn du da mal dich mal nicht täuscht, ne? Nee. Habe ich jetzt alle Seiten beisammen? Ich weiß es nicht. Ich sehe mich besser noch einmal gründlich um. Halt. Ich glaube, hier ist auch was, oder? Nö. Gut. Ey. Aber da unten war noch eine Tür, die abgeschlossen ist. Hier war ja Tagebuchseite 2 drin. Tagebuchseite 3 war ja weiter tiefer. Oder war ja noch tiefer drin in der Kathedrale. So. Rein da. Mann, das ist echt unglaublich. Da haben sie das eine Bücherregal-Ding zugekleistert. Den Geheimgang. Um dies hier gleich... Naja. Gut. So.
Also wie gesagt, man kann mit den Runen jetzt, Entschuldigung, oder wie schon in der letzten Folge gesagt, man könnte jetzt schon mit den Runen herumspielen. Tür ist verschlossen. Ach stimmt, das liegt ja. Warum zoomt es hier ran? Hier war irgendwas. Okay. Ach, ja, hängt mit diesem Sarkophag hier zusammen. Was wollte ich jetzt sagen? Und nicht lügen? Genau. Man kann ja jetzt mit den Drohnen herumspielen, die restlichen Zauber soweit aufdecken. Bis auf ein bis zwei Zauber. Und kann sich dadurch das Spiel unglaublich lächerlich vereinfachen. Aber ich will das Spiel so durchspielen, wie es verlangt wird. Ohne dass ich jetzt mir noch hier Runen zusammenbasteln muss oder die Bedeutung geben muss. Also erwartet jetzt nicht, dass ich mir hier voreilig die Sprüche caste, weil das wäre arg dem Spiel irgendwo nicht fair gegenüber. Für richtige Anfänger kann man das ja machen. Oder die es einfach nicht erwarten können, die Zauber zu testen und so weiter. Aber ich persönlich muss das sagen, nö. Ich warte, bis ich den wahren Hintergrund des Spruches gelernt habe. Weil man erkennt ja nur Spruch 7, Spruch 8, Spruch 9. Aber was dran steht oder was er bewirkt, steht natürlich nicht dran. Und das ist mir ein bisschen zu blöd, weil ansonsten muss ich da bloß suchen. Aber wenn ich die Bedeutung halt herausgefunden habe, also den Spruch kenne, dann kann ich auch sofort sagen, wie, wo, was und so weiter. Hier kann ich mich doch noch umsehen. Ja. Gut, hier gibt es aber auch nichts. Vielleicht jetzt. Wenn er wieder sagt, nicht genügend Beweise, dann habe ich null Ahnung, wie es weitergeht. Brother Andrew suspected Augustine all along. I managed to find remnants of his journal. And it all points to Augustine's involvement with a paganistic cult operating inside the cathedral. Aye, the cathedral's dark secret has been uncovered. I too suspected this, but was too afraid to act. Augustine himself is a heretic. He has covered his tracks well, claiming that the sacred relic, the hand of Jude, was stored here. He had those who came to see it murdered. The hand of Jude never existed. And with that realization, the trap closes, brother. My days here are numbered. I awoke to find this cruel dagger placed upon my pillow this morn. It can only mean one thing. I know too much, and they are moving to silence me. I can only hope that what little faith I have left is enough to save my soul. Please, take this thing away from me. Its very sight troubles me to no end. May your faith protect thee, Brother Luther, for that's all you have. Paul wurde ein Opfermesser überreicht. Ja, Mensch. Schauen wir doch mal. Wir haben da gerade ein Licht gesehen. Aber er ist weg. Verschwunden. Wunderbar. Damit ist unser Weg offensichtlich. Wenn wir Glück haben und Paul Lover hier ein bisschen mehr Ausdauer hätte. Yes, jetzt geht das ja auch noch wieder los. Bin ich gerade erschrocken. So. Könnten wir das Kapitel sogar innerhalb von 10 Minuten abschließen? Oh oh. Nein. Bone Thief. Nieder mit dir.
Apropos, habe ich vergessen zu erwähnen, dass der Projizierungszauber, also magisches Item, 5 Punkte, ist eigentlich nur dafür da, dass der Gegenstand, den wir haben, oder den wir verzaubern, nur viel länger anhält. Ist aber auch besser so. Oh. Falsche Tür. Yes. Yes, ist aber auch. Und runter. Zombie? Nö. Oh, geschwind mal durchatmen lassen. Mandarock Zombie. Zieh mal an. Nieder mit dir und nieder mit dir. Und den Verstand wiederherstellen. So. So, grauen oder kein grauen? Ui, ein Trapper. Gleich mal nachladen. Denn man weiß nie, wo der nächste... Ui! Trapper ist. Das war knapp. Oh, Moment. Den können wir sogar benutzen. Nee, doch nicht. Ein kunstvolles, langes Messer, mit dem Menschen geopfert werden. Das Böse, das von ihm ausgeht... Ach, das von ihm ausgeht, ist so intensiv, dass Paul es nur mit Widerwillen aufhebt. Die Seele, die dieses Metall geraubt hat, scheint im Metall weiterzuleben. Ja, Mensch. So. Na, der Gang ist wenigstens sicher. Gott sei Dank. Mantarock Zombie. 1 und 2. Ja, das dachte ich mir. Es ist nie ein Zombie. So. Und... Wunderbar. Hier kraxelt auch keiner rum. Sehr schön. Oh, aber hier. Ein Bone Thief. Ach, Klappe. Nieder mit dir. Super. Jetzt will ich hier hingehen und das Opfermesser benutzen. Ui. Und dieser Schrei, der war gar nicht unangenehm. Das Abbild des Mönches auf dem Altar wurde geopfert. Ein Dolch steckt tief in einem Spalt, der seinen Brustkorb teilt. Das Echo seiner Schreie hallt in Pauls Ohren nach. Vor allem, was ist mit der Tür? Tür ist verschlossen. Muss ich da einen Erkennungszauber sprechen? Ich glaube nicht. BZW, ich hoffe nicht. Ich glaube, wir sind schon am Kapitelende angelangt. Hui. Ein zerstörerisch knisternder Magiespruch versperrt Paul den Weg. Offensichtlich will jemand Eindringlinge in Schach halten und diese tödliche Magie hilft ihm dabei. Schauen wir mal. Bangorok, Pargon, Redgemore, Pargon, Ulyov. Naja. Ein Isolierungszauber. Was heißt das für uns? Klar, wir müssen diese Barriere aufheben. Und was haben wir daraus gelernt? Wir müssen diesmal nicht den 3-Punkt, sondern den 5-Punkt wählen, weil das ist ebenfalls 5-Punkt geschützt. Xalotav regiert über Ulyov. Ja, wunderbar. Und weiter geht der Weg. Wie sieht denn das Mann? Ach, Mana-Verbrauch war ja nicht mal so viel. Okay. Ja, dann.
Oh, 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 oh. Ich glaube, das waren wir. In der Lache seines eigenen Blutes liegt der Kustos, Pauls einziger Verbündeter im Kampf gegen die Finsternis. Seine Seele wird noch keine Ruhe gefunden haben. Ein unsichtbares Band bindet sie an den Altar, wo sie über den eigenen erstarrenden Körper Wache hält. Paul fühlt alle Hoffnungen schwinden und weiß, dass seine Situation nun tausendmal schlimmer ist als zuvor. Nun ist er allein im Kampf gegen die Finsternis. You are a clever man, Brother Luther. Wanting answers to clarify your new position as fugitive, you seek them out, and this is what you find. Tell me, what does a man such as yourself think of when he finds a viper's nest of heresy? When he finds the very source of corruption? I think of irony. Irony of what you, masquerading as a member of the Inquisition, stand for. And that you stand for evil. Evil is merely a perspective which no longer concerns me, Luther. You will be executed in the most painful manner imaginable. After we have broken your frail body and mind in the name of our true lord, Ulyalth! Come, my children. Feast on this morsel, and let us return to our preparations. Na super, Bauernfies. Reicht das aus? Ach komm. Magisches Item, sprechen wir 3 Punkt. Mixalotav. Das reicht aus. So. Allerdings, was wollte ich sagen und nicht lügen? Oh, halt. Ich schütze mich mal besser. Mit Schild. Da. Sprechen. Kann ich auch Mantarok Schild sprechen? Ja, wunderbar. Frisst halt nur jede Menge Mana. Ich weiß allerdings nicht, mit welchem Spruch Pius sich ein anderes Wesen gibt. Beziehungsweise, mit welchem Spruch Pius sich ein anderes Äußeres verschafft. Da kann ich auch so versuchen, meine Theorie aufzustellen. Und wir können jetzt endlich den Gang hier betreten. Wo sind wir? Ah ja. Der letzte Raum wahrscheinlich. Oder? Oder ist da... Alter, wie tief geht's noch? Ist ja echt schlimm. Diese Tür fällt durch besondere Verzierungen auf, die den anderen Türen in den Katakomben fehlen. Paul spürt, dass sich eine böse Macht hinter dieser Tür verbergen muss und fragt sich, ob die Zeremonie, von der der Mönch gesprochen hat, hinter diesen Wänden abgehalten wird. Soll Paul betreten und der Heresie ein Ende bereiten? Nö. Würde ich sagen, das machen wir in der letzten Folge. In der nächsten Folge, nicht in der letzten, Quatsch. In der nächsten Folge von Eternal Darkness Sanity's Requiem. Wir haben wieder vieles erreicht und wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Und in der nächsten Folge beenden wir endlich Paul Luthers Kapitel. Mal sehen, ob es ein gutes Ende für ihn ausnimmt.
Mit Edwin Lindsay haben wir zum Glück ein gutes Ende bekommen, beziehungsweise für Edwin Lindsay hat es ein gutes Ende genommen. Und hoffen wir, dass wir auch weiterhin Erfolg haben. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit bisher gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten, würde uns freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Eternal Darkness Sanity's Requiem. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Ciao, bis dann.